So, jetzt sind wir hier Pick- und Bannphase. Bin gespannt, was jetzt wieder gebannt wird. Wird wieder die Riven gebannt? GG Mongo. Renekt wird wieder gebannt. GG Mongo. So. Renekton wie In immer von allen Serial drei Games. Killers. Steel Phoenix. Die LeBlanc ist wieder gebannt. Und Elise Gragas diesmal. Ja. Entscheidender Faktor auf jeden Fall gewesen. Und der Fizz. Wahrscheinlich die Angst wegen dem Midlaner von Ja. Brutality, dass der wieder mit Fizz so abgeht. Jetzt bin ich auf den letzten Blitzcrank hätten sie gebannt. auch bannen können. Stimmt Nach auch. dem War letzten wirklich auch Spiel. gut. Also der Blitzcrank-Pick auf jeden Fall extrem stark. Ich bin Selbe wieder. wieder. Und Sie gleich picken die Caitlyn. Caitlyn weg. Sie picken die Caitlyn weg. War für sie jetzt also Ja. scheinbar wirklich der Grund, warum sie das letzte Spiel verloren haben. War es auch mit, Ja, fand ich. Die Caitlyn war richtig gut. Jetzt und nehmen sie das den heißt Pick aber einfach weg. nicht, jetzt heißt aber nicht, dass der nicht noch andere AD Carry spielen kann. Wenn das aber der Fall ist, großes Problem. Oh, dafür wird hier jetzt die Riven gepickt. Was aber jetzt hat Brutality für ein ADC nimmt, bin ich auch mal Bin ich gespannt. auch gespannt. Oh, das wird der Yasuo hier. Auf jeden Fall interessant. Yasuo Oh, und der Riven. Amumu-Pick für den Jungle wahrscheinlich, da jetzt der Gragas weg ist. Ja. Bin ich gespannt, ob dann auch wieder die Lux dazu kommt. Ich bin auf jeden Und Fall auf jetzt sind den mal bei nächsten. Serial Killers ein wenig mehr Tanks und bei Brutality wenig Ja. weniger Tanks. Aber jetzt kommt hier Oh, auch noch der der Taric. Taric mit Amumu. Richtig gut. Oh, der Ryze! Die trollen uns wieder, weil ich vorhin gesagt habe, Ryze wäre cool. Ryze wird jetzt aber auch nicht so Oder schlecht, wieder aber der Thresh, Thresh. natürlich der Standard-Pick hier. Mit so einem Supporter wie Bard oder Braum wäre es auch mal wieder nice. Braum war ja schon wieder Ja. dabei. Nautilus war auch noch nicht, das ist eigentlich auch Nautilus ein noch nicht, guter ne? Champ. Aber die picken jetzt wahrscheinlich Amumu und Thresh. Jana war auch noch nicht da. Es wurde in Nami gespielt, aber keine Jhenna. Und Ja. Jhennas Ulti ist halt ähnlich, aber halt nochmal mit Heal dazu fürs eigene Team. Also auch nicht schlecht. Oh, der Ezreal. Ah, das enttäuscht mich jetzt wieder, wenn der Ezreal-Pick kommt. Vayne kommen, jetzt muss der Vayne kommen. Amumu und Thresh, jetzt ist die Vayne nicht mehr so Jetzt ist die schlecht. Vayne auf jeden Fall useful. Oder ein Kog'Maw wäre auch mal interessant. Hat dann natürlich auch mehr Range als die Caitlyn. Mc's oder McDonald's oder Burger King? McDonald's. Ich auch McDonald's. Auf jeden Easy. Fall, McDonald's. Cheeseburger ist einfach Ich besser habe, als also ich McDonald's. esse generell nicht so oft bei Burger King, ne? Ich war das eine Mal halt drin mit dem Hannes und so. Dann habe ich mit Chicken Wings und Ey, schau Chicken mal, da ist McNuggets. Cassidy. Oh, die trollen mich, ich sag's dir. Und auf Was? jeden Fall Chicken Wings und Chicken McNuggets gegessen. Das war beides so scheiße. Chicken Wings komplett, die waren komplett vertrocknet. Und seitdem hasse ich Burger King, Alter. Es ist unglaublich. Also ich Muss esse auch hier nicht. voll selten drinnen, aber wenn ich mal gehe McDonald's, weil das Ja, auf richtig jeden gut ist. Fall. Und du Farb, alles beide. Dem ist es wurscht, Hauptsache Ja, was zum Essen gibt. außer. Und der Knarr kommt aber wieder bei Serial Kings, Killers, Oh, und oder? hier sehe ich gerade Nami, Ezreal, Botlane, wie es aussieht. Da gefällt mir aber Ezreal also wieder die wieder. Combo besser hier von Serial Vielleicht kommt Killers. wirklich der Cassidy. 13 Sekunden, ich glaube, die trollen mich bloß wieder. Da ist die Vayne. Ich glaube nicht, dass. Oh, Vayne, Lulu. Lulu. Die wollen jetzt wieder hier ein bisschen Hyper-Carry-Potenzial schaffen. Ja. Was ist denn? Und braucht sein Fleisch. Scheiße, ach, Ich der bin Mark. Kasser, Mann. Alter, da kommt doch die War Lulu leider durch. mag nicht der Midlander, den ich weggebumst habe beim Turnier? Den ich weggebumst habe. Kann aber wirklich sein, Mark, Ja, warst du der das war, Midlaner? glaube ich, der SG Ach, der Kerat war das genau, den habe ich weggebumst. Wurde gekickt. Ja, ich weiß, der hat mitgespielt wieder, aber der war halt zum Dalma in den Zeiten, wurde gekickt. Der war Jungle. Okay, jetzt erstmal hier nochmal. Gnar wieder auf der Toplane. Lulu wahrscheinlich Midlane wieder. Aber richtig gute Teamfights, finde ich, Ja, von Serial Killers. finde ich auch. Ich sage ja, die Combo gefällt mir da momentan wieder besser. Aber ja, Malphite die Knock-Up-Combo richtig hier gut. extrem stark. Oh, Yasuo Malphite. Ach du Scheiße, das kann Also, was dass sie den werden. jetzt halt offen gelassen haben, ist Das auf jeden wird Fall auf jeden Fall ein interessant. spannendes Match.
Da würde mir jetzt aber trotzdem wieder eine Vayne oder so besser gefallen, die während der CCs einfach die Tanks schreddern kann. Ja. Oder halt trotz, also auf jeden Fall etwas, was mehr Tankzerstörung hat als ein Ezreal. Hier, der Midlaner. Scheiß Der Thresh hat ein zu gutes Positioning. Kompliment an Sim. Das geschrieben. Hab ich immer. Hier, der Mark. Das Der Thresh Einzige, war was nicht. du hast, ist hässliche Fressen. Sim. Der war Jungler, der Mark. Du Mark. Ja, Mark Stu ist Yuanzhi. Jungle? Ja. Die haben gerade Karma Jungle gespielt. Da würde ich mich jetzt über einen Yasuo Jungle überhaupt Dali nicht spielt aber wundern. generell so komische Champs die ganze Jungle. Aber. Erste Shago. Nee, der Yi. Ja, aber Shago hat er auch in Das Jungle war auch gespielt. er. Ja. Der Yi-Pick war wirklich nicht so gut, muss ich sagen. Aber Ja. jetzt Yasuo Jungle kann ich mir schon gut vorstellen. Vor allem, wenn du jetzt gegen Raptoren oder sowas kämpfst, kommt ja kein Schaden durch die Windwolle. Was sagte der Elden? Was habe ich, was hab ich Will gesagt? das der Scheißfresse. Ja. Ich will nicht deine. Wie alt bist du, Marc? Yasuo ist echt gut. Ich will wissen, wie alt du bist. Hab ich auch nicht gemacht. Ich auch gemacht. Wie deine Fresse. 15. 15. Geht ihr noch? Das Internet ist wie Pakistan. Da trauen sich die Kids. Du bist auch so einer. So, auf Die jeden Fall. Ribben auf jeden Fall wieder. Nee, die Die Ribben. Top Riven Lane ist mit jetzt hier Ignite? neu. Ne, Mitte. Der Mitte. Malphite ist. Also schätze ich. Ja. Malphite war ja vorhin schon mal das Matchup Malphite gegen Gnar und das ist leider Ja. nicht so stark. Da kann Riven auf jeden Fall mehr machen. Ist aber auch Aber keine Regel für Malphite, ihn, muss man ich kurz. hoffe auch, dass die Malphite-Ulti richtig gut dann Ja, trifft, damit ihr vor allem jetzt so dann rödet. wenn der jetzt Mitte sein sollte. Ah, ein neuer Follow, der Überking. Der Überking. Hey, Sauber. ich wusste gar nicht, dass ich gefollowt habe. Aber richtig, danke, der Überking. Jetzt haben wir es mal wieder gesehen Ja. von, ich weiß nicht, wie Immer viel wenn man mal Follow. links schaut, ne? Eine Minute ist noch, dann ist das letzte Spiel vom Finale, Ich dann bin auf werden die jeden Fall Preise gespannt, vor allem hier vergeben. mit der Combo hier von den dreien. Also wenn die Caitlyn auf jeden Fall erwischt wird, ist da ziemlich das Potenzial vom Team weg, weil mit der Lulu versucht man natürlich die Caitlyn stark zu Ja. machen. Aber Midlane bisher nie so wirklich die Teamfight kommen, so wie Orianna oder so wurde bisher nicht ausgepackt. Mein Feed halt, aber. Ja, das ist jetzt aber halt. Aber ich meine, es ist Midlane-mäßig. Tittenbonus wieder der Chokes. For life. Ja. Die Brutality. Dann kann Elden endlich ins Bett. Ja, safe kommt. Also ich bin für echt wirklich ein wenig müde. Ich nicht. Nicht müde. Warte mal, war der Sandmann nicht schon? Da muss doch der Marc schon ins Bett Ich gegangen sein, oder nicht? weiß Der schon. schreibt von seinem Handy jetzt hat. Ich glaube, die haben da Farb noch nicht gesehen. Aber jetzt geht's Jetzt los. startet's endlich mal. Können wir eigentlich mal Battle machen oder so? Was? So wie JBB. Nur Ja! ihr Ja! FTD. Aber Marc hat Sandmann nicht geschaut wegen uns. Was? Der hat Sandmann nicht geschaut, weil er uns geschaut Oh Gott, Marc, bist du ein Vollidiot. hat. Der Sandmann würde ich mir Lord wirklich Mungo hat geben. wirklich einen neuen Account gemacht. So ein Penner, Der überging. ey. Vom Mongo Das zum ist Bord. Überking. So heißt jetzt seine Biografie: Vom Mongo zum Überking. Das Vogelnest ist am Lachen. Letztes Game, jetzt nicht Loading Stream. Aber ich muss auch echt sagen, dass es
bisher nie wirklich lang dauert, bis dann der Loadscreen vorbei ist. Liegt es einfach daran, dass das Botgame ist und die 3 Minuten früh reingehen? Keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Oh. Sieht nicht nach einem Invade aus hier. Jeder geht sein Land, außer Nade ist irgendwie noch nicht im Spiel. Hat auch noch nichts gekauft. Jetzt hat hier wieder ein Standard Jetzt wäre wieder mit dem Ultimate. Ordne es gleich mal, ja. Riven. Ja. Hier Standard Riven Start mit dem, wie heißt das Item? Mit dem Langschwert einfach, anstatt mit Dorans Klinge Ja. oder sonstigen. Diesmal wirklich nicht mal ein Invade-Versuch wie die letzten paar Games, sondern einfach ganz ruhig. Die sammeln sich jetzt noch, ist das letzte Spiel. Also jetzt Immer noch ist. 25 Zuschauer, Ja. eigentlich richtig nice noch. Aber man sieht immer die gleichen im Chat. Ja. Immer die gleichen, entweder Terrorkrügel, Mark Oder Lord oder der Mongo. Mongo. AKA der Überking. Aber trotzdem Kommt nice, dass einem noch so vor, viele als würde Zuschauer. es lecken. Oder halt hängen bleiben, wenn die sich hier einfach gar nicht bewegen. Ja, das stimmt echt. Aber der Ja, Dancer. jetzt hat er das dann gar nicht gemacht. Die bleiben einfach ruhig stehen. Sonst spammt man da immer Emotes oder sowas. Ja, Su Gang bin ich auf jeden Fall mal drauf gespannt, wie das Ja, wird. Müsste mit ja dann seiner Wall eigentlich. wird's bestimmt gehen, aber Ja. vorher, oder der müsste halt vorher laden. Ja, Dann, seine Q muss er halt ja. auch aufladen. Braucht nicht unbedingt Ult, aber. Auf jeden Fall die Q, dass er halt ein CC hat. Ja, Momo fängt auch wieder Es bei den sei denn, er hat Golems halt an. das Smite-Item mit dem blauen, dass du den Gegner slowen kannst, dann kriegt er auch nochmal CC. Hier wieder Nami sehr offensiv. Ja. Läuft hier einfach in die Kälte mit Q rein, Der das ist muss aber rechts aufpassen abknicken. von Fresh, weil der kann wirklich gute Hooks machen von den Ja, und man Serial hat ja vorhin Killers. schon gesehen, wie Ja. knapp das denn immer war für die Nami. Die im Early aber halt auch noch extrem guten Schaden machen kann mit ihren Spells. Und kriegt gleichzeitig wieder einen Heal. Also doch wieder nah Ja. Malphite-Matchup. Wird wieder wahrscheinlich eher für den Da nah gehen sie unten ausgehen. schon rein, der Fresh. Macht Ah, einen die Schaden treffen nicht die auf die Q. Nami. Ist natürlich jetzt nicht gerade der beste Fokusaufnahme. Aber Und schon wieder die die Q Hook geht daneben. Was weiter ist neben. denn? Ist gerade nicht so das Fresh-Game. Aber bis jetzt, vielleicht kommen Ja, am später noch Anfang. starke Hooks. Rim gegen Lulu. Wir sehen wieder eine Lulu mit. Ich denke aber, das wird zugunsten von Riven ausgehen. Oh, da kriegt sie den Headshot ab. Aber trotzdem, sie nimmt nicht so viel Schaden wie Ja. der Fresh die ganze Zeit. Der Hook. Oh, Oh, der wollte den wollte Ezreal Ezreal. hooken. Oh, jetzt hat Und das richtig war's gut von und die Nami, Caitlyn das aber war's noch von Nami. Mann, der der musste Heal hier vom gehen und Ezreal er verhaut hat's auch seine gerettet. Skillshots. Und jetzt hat hier ein Der Fight. 1 gegen 1 wird. Allerdings, Oh, da oh, kommt noch da der kommt der Yasuo von den Yasuo. Brutalities. Der hat den Red Buff, der slowed. Aber leider Aber keine wird nichts Q draus ready. gemacht. Da ist der Momo Amumu ist auch noch auch im Busch. da. Allerdings ist die Wild Wall jetzt draußen. Das Ja. ist natürlich ein Nachteil. Aber es wird hier nicht weiter gefragt. Der hat den Amumu gar nicht gesehen, es scheint. Geht jetzt wieder. Er geht wieder zurück in den Jungle. Mel fährt aber immer noch ziemlich weit vorne. Dafür, dass sein Leben nicht mehr so weit oben ist. Und Nah hat eigentlich ziemlich viel Leben Ja. zurückbekommen, trotz des Ganks. Oh, hier gute Hook auch noch Ezreal Aber und ob Caitlyn da schießt viel vorhin da passieren drauf. wird, nein, sieht nicht danach aus. Teleport von Ezreal dann. Mit dem Farm ist dann die Riven noch wegen weiter vorne. Ja. Ansonsten ziemlich ausgeglichen überall. Außer Yasuo Jungle Ja. natürlich der 12 Farm. Oh, Oh, guter jetzt Hook. Jetzt sitzen die kann es das Hooks First wieder. Blood werden für die Caitlyn, aber Nein, die Q sehr von der gut Nami gemacht richtig gut von gesetzt. Nami. Ist aber hier immer noch sehr Ja. offensiv einfach. Ist vielleicht gerade einfach nicht das Beste gegen den Fresh, da ja die Hooks einfach Ja. meistens landet. War Malphite back da wieder alles erledigt. Oh, und jetzt wird Ezreal. Und er hat. Oh, er musste flashen, er hatte kein Mana mehr zum Das Springen. ist erstmal ein Vorteil für Caitlyn und Fresh auf der Botlane. Durch den Flash können sie dann Und das vielleicht einen ist Fight angehen. problematisch, da Ezreal einfach Early und Midgame stärker sein Ja. sollte als Caitlyn. Allerdings ist Nami keine gute Combo mit Lucian. Da wäre etwas mit extrem viel CC, eine Leona oder sowas viel praktischer, da Ezreal dann die ganze Zeit seine Skills auf die Gegner schießen kann. Und da er nicht so der Ja. Auto-Attack-lastige Charakter ist.
bringt einen Namen hier relativ wenig. Oder eine Zone wäre vielleicht noch eine Möglichkeit mit dem Heal und gleichzeitig Speed geben und Schaden drücken. Die Grimm gehen noch mal ran an kann die Lulu, aber ich kann sehr nichts viel machen. Der Überjan. Weißt du so eine? Kriegt aber hier wieder gute HP, ja. Hat aber keinen Einfall noch reingeworfen. Hat immer noch zwei übrig. Ist jetzt immer noch relativ entspannt, noch keine Kills gefahren. Die wollen. Das ist das dritte Spiel, das entscheidende, ja. Um die 50 Euro. Wer das Turnier hier gewinnt. Aber beide haben natürlich ein Ticket für das nächste Turnier. Ja. Dann sollte vielleicht auch mal der Champion Pool hier vom Ezreal erweitert werden, weil er nur Caitlyn und Ezreal bisher gespielt hat. Das stimmt auch. Caitlyn auf jeden Fall gut performt. Mit Caitlyn sehr gut performt. Fred geht jetzt Ezreal aktiv hatte mir allerdings offensiv. Oh, der hookt auch noch den Ezreal. Aber die Q von Nami hält dann den Fred auf. Es passiert meist nicht so viel. Es ist immer ein Trade, aber es passiert nichts. Ja. Schön gedodged hier noch. Nochmal Schaden auf den Fresh raufbekommen, um das wieder ein bisschen zu neutralisieren. Aber da Nami auch hin kann, ist das relativ worth, sag ich jetzt mal. Die Q'en sehr daneben. Sind allerdings ein Level weiter vorne. Die Farm auch relativ ausgeglichen auf der Top-Lane. Außer ja. In der Mitte ist es jetzt ein wenig 14 mehr hat die Riven circa. Das ist aber auch sehr gut, wenn sie sich mehr aufs Farmen konzentriert auf als sonstiges, ja. Als auf Kills. Oh, da kommt die Ammunition, das sollte sie weggehen. Oh, das könnte das First Blood sein. Das First Blood vielleicht flashen. Für sie kommt Serial Killers, aber. Sollte jetzt vielleicht auch weggehen. Wenn nochmal Namumu gegen kommt. Ja, mich fragt gerade. Ja, ihr habt die doppelte Chance beim nächsten. Ihr habt sie. Ja. Ja. Super. Chichi. 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 So, hier knappe 200 Gold vorne momentan. Hier die Proterities. Aber ansonsten wieder typisches Early. Es passiert nicht sonderlich viel. Außer ab und zu mal starke Trades unten auf Botlane. Rüben, kein Flair. Der Yasuo in der Mitte, glaube ich, ganken. Oder was macht der da? Sieht so aus. Allerdings schwierig, eine Lulu zu ganken, da sie sich Speed gehen kann. Sie kann den Gegner slowen und sich noch ulten zur Not. Und den Gegner auch noch verwandeln. Ja. Hier, die Nami probiert es weiter. Es kommt gleich eine Fresh. Jetzt, der Toplane ja, switcht immer so rum. Oh, Driven hier gerade sehr wenig HP. Nami ist aber noch Level 4, da müssen sie aufpassen, ne? Beides sind 5, also Caitlyn und Fresh. Und werden jetzt natürlich auch eingepusht. Aber von Ezreal in dem Turnier gefällt mir einfach gar nicht, weil man sieht nicht viel von dem Ezreal in dem ganzen Turnier. Er könnte viel mehr machen, er könnte viel besser harassen und alles. Er hat dafür einfach die Fähigkeiten, aber das macht er nicht. Wir haben auch keine Bait-Picks bisher gesehen, also Flex-Picks, dass man zum Beispiel einfach eine Morgana einloggt, die du im Prinzip auf drei Positionen spielen kannst. Du kannst die Top spielen, Mitte und Support. Oder eben den Ezreal, der AD Carry oder Mittelhändler sein auch. Kann. J4. Da ist aber halt wahrscheinlicher, dass der Jungle jetzt dann nicht mehr der stärkste Top-Lane einfach ist. Oh, und da kommt wieder das. Aber der Flash war auch gut von Gnar. Musste, aber Flash hat halt mehr Cooldown als die Ult von Malfred. Ja. Mega Knack kommt raus, kann aber jetzt nicht viel kann machen. Kann nichts machen, da der Suya auch da ist, der einfach mal eine Windwall stellen kann. Botlane ist jetzt am Mungo, der versucht einen Lane Gank. Ob der durchkommt, ist die andere Frage. Hier, er steht ziemlich weit offen, der Ezreal, aber die pushen auch, da ist das natürlich nicht wirklich möglich für den Amun. Oh, die, Hook, die Hook wieder auf jetzt Ezreal. Wird Amun kommen, ja, aber die haben schon gesehen, er hat sich gezeigt. Das war natürlich ein Problem. Er ist nicht reingegangen, richtig, der Fresh, er hätte sich komplett ranziehen müssen. Aber hier der Horace auch richtig gut, einfach von der Lulu. Holt jetzt auch mit dem Farm auf. Ja. Yeah. Hat jetzt hier auch den boshaften Kudus und Riven kauft hier wieder zwei Items. Da sie ein bisschen Magic Resistance gegen die Lulu haben will, aber auch gleichzeitig beim Damage bleiben will. Wäre auch eine Möglichkeit, einfach eine Hydra zu bauen, um dann Lifesteal zu bekommen. Aber sie geht hier einfach den. Bis jetzt 10 Minuten noch kein einziger Kill gefallen. Ja. Das Gold ganz gleich. Also 3600.
Ist auf jeden Fall interessant bisher, das Spiel. Der Top-Lane-Farm grenzt sich aber langsam ab. Da kriegt Nah langsam um einiges mehr. Allerdings pusht er auch die Lane rein. Geht jetzt hier scheinbar back. Aber weder von Yasuo noch von Amumu bisher viel gesehen. Yasuo versucht ja hoch zu fliegen. Über den Jungle, so wie mit dem Heath, ja, schätze ich. Aber probiert trotzdem immer mal wieder zu ganken. Nimmt sich jetzt den Blut auf und geht back. Sieht so aus, als würde er das Devourer-Item kaufen. Meine persönliche Favorit wäre es jetzt nicht auf Yasuo. Ich habe keine Ahnung, wie man den Jungle baut. Ja, ich auch nicht, aber halt, ich denke, diese das Armor-Pen-Item wäre einfach stärker auf ihm. Ah, er kauft jetzt einfach Eifer ein. Und lässt das Jungle-Item wahrscheinlich so stehen. Weil ja, vielleicht verkauft er es dann auch später. Weil keins davon ist wirklich useful für ihn und smiten kann er dann trotzdem noch. Einfach nur von Terrorgrüne erstmal die beste Momente vom ersten von der Teilnehmer kann man eigentlich machen. Ja. Sollen wir das machen? Also. Können wir ja dann ausschneiden oder dann alles. Wollte er das machen, das habe ich gar nicht verstanden. Hä? Wollte er das machen? Ja, wir machen das schon. Ja, okay. Das laden wir dann hoch. Die besten Momente. Die Riven geht rein, landet ihren Kombo, macht kaum Schaden und dann ist sie einfach unter Hälfte HP. Oh, die Navi trifft die Q. Das kann gefährlich werden. Ja, aber muss hier mal die Ulti. Oh, die Lulu wird dann attackiert von zwei, kann aber easy mit ihrer Ulti alles aushalten. Oben nochmal 1 gegen 1, mal 4 gegen 1. Aber Malphite macht hier den Nah einfach. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Sein Feed soll mal reinschneiden, das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Das muss rein. Und schicken wir auch natürlich Riot. Wir hoffen, dass der reported wurde. Gebannt. Das geht einfach nicht. Ja. Ja, gebannt. Nicht reported. Boah, schau mal hier, gut, aber noch die Nami auf dem Er musste raus. Flash von Ezreal auch. Und da wird es wahrscheinlich Nami das First Blood für Serial Killers. Oh, und Ezreal wird von Flash. Oh, das ist. Ult von Amumu. Oh, und Caitlyn bekommt den Ulti. Ja, Double Kill. Richtig für unlucky hier. Serial Killers 2-0. Also, Fresh hat wieder einen richtig guten Job gemacht. Da war auch wieder Amumu sehr useful, einfach mit, mit der Q zuerst und dann die Ult noch extrem stark. Das dann einfach, das ist nicht normal. Und das wird auch noch der Turm, also da auf jeden Fall einiges an Gold rausgeholt und allein Vorteil. Vor allem beide Kills auf Caitlyn extrem gut gemacht. Caitlyn wirklich AD Carry des Turniers. Ja. Sie ist auch nicht so schwer zu spielen, muss man mal kurz sagen, aber ich muss echt sagen, ich bin von den Ezreals enttäuscht, weil der Charakter ist viel leichter zu spielen, als das hier einfach als er gespielt wird, sage ich jetzt mal. Du kannst viel mehr Spells benutzen, die Q kostet dich 25 Mana, das ist einfach gar nichts. Du musst aber auch mal treffen, das ist auch schon schwer. Ja, schon, aber man sieht sie halt kaum auf Champions fliegen. Und wenn, dann geht sie daneben, das ist das. Mit Caitlyn wird richtig gut performt, da wird auch der Peacemaker getroffen, also die Q-Fähigkeit. Aber einfach hier von Ezreal sieht man dann immer nichts. Finde ich ein bisschen schade, da hätte man dann lieber irgendwas spielen können, wie eben eine Vayne oder so, wo nicht wirklich Skillshots hat, wo du nur probieren musst, Gegner gegen die Wände zu schmettern oder so. Die Riven kommen jetzt auch. Oder einfach ein Kog'Maw. Kog'Maw, ja, haben wir auch noch nichts. Viele Kalista-Arme. Kalista wäre auch gut gewesen. Kannst extrem viel dodgen durch diese springenden Auto-Attacks. So, die Riven wartet hier auf Top-Lane, hat aber nur das Ward klären können. Nase und Farm richtig ausgeglichen gerade eigentlich. Relativ ruhig noch. Goldvorteil 1500 ungefähr für Serial Killers. Ist jetzt auch nicht die Welt, muss man sagen. Aber Caitlyn hat jetzt extrem gute Items weiterhin für die Laning Phase und Ezreal kann einfach nichts machen. Der hätte Glanz schon viel früher einfach gebraucht, um da traden zu können. Ja, die sehen da Yasuo beim Jungle, Amumu pingt ihn glaube ich an. Dann hier, die sehen auch, Nami, Ezreal kommen in die Mitte. Die Lulu geht aber weg. Lulu kann einfach gegen beide gewinnen. Also ich muss auch echt sagen, dass Wizzo performt meines Erachtens auf Lulu besser wie auf Lux. Ja. Jetzt kommt der Fresh, mal schauen, ob er die Hook wieder trifft. Springt aber wieder. Malphite gewinnt gerade. Oh, richtig gut für Malphite, denke ich. Der macht aber noch einen Flash. Oh, richtig guter Sprung, fast outplayed. Aber da kommt noch ein Mumu, der müsste den Malphite bekommen. Ja. Und somit dann ein 1 gegen 1. Aber vielleicht kommt der Malphite noch weg. Also 1-1, aber richtig gut auch von Malphite. Von Malphite schon, aber Gnar hat es noch besser gemacht, muss man einfach sagen. Und da fehlt einfach noch der Schaden von Malphite. Muss noch etwas mehr Armor aufgebaut werden, schätze ich. Ja. Die Lulu geht hier sehr offensiv ran, ich muss aufpassen. Trifft.
Ja, Nami. Und die Ulti einfach. Ulti, aber die ist richtig gut. Ja, und der Flash auch richtig gut gemacht hier. Das würde Kill sehr schön. Gut von sehr gut zurückgeschickt. Also das Nami Game bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Also ansonsten war es immer so, das Team, wo als erstes die Kills gekriegt hat, hat dann auch weiterhin die Fehler der Gegner ausgelöst. Aber hier wird sofort zurückgetradet. Und jetzt hat das 3-2, das ist alles noch offen. Ezreal macht auch viel mehr Auto-Tags als Qs. Da war das wieder. Der schießt eine Q und sie geht meilenweit daneben einfach. Der Knarre, der will auf den Ezreal, der holt ihn auch, der macht aber mit seinem Teleport und geht er weg. Mhm. Jetzt spielen sie schon mehr als Team in 15 Minuten. Ja. Wie man schon gesagt, Halbfinale und so Zeug. Ja, Su Split Push hat es gefehlt. Aber die Botlane kommt wieder. Er muss da auf jeden Fall aufpassen. Hat zwar seine keine Wards, die haben keine Wards. Das sieht es jetzt nicht. Ja. Der Knarre geht wieder auf die Toplane. Kann hier nicht sehr viel machen, da er einfach am Anfang sein Schild hat, um gut zu traden. Allerdings kann er halt gerade noch seine Fernkampf nicht ausnehmen. Oh, ja, da kann es ruhig gegen die Wand kommen. Oh, hast du auch. Er kommt auch. Aber der Omu kommt jetzt auf, da muss der Malphite aufpassen. Malphite ist auf jeden Fall viel die zu Ulti ist auch noch da. Da müsste eigentlich der Malphite jetzt sterben. Es sei denn, die Rim kommt nochmal top und das wird dann zu spät. Ja. Somit noch er ist Kill auf jeden Fall zu offensiv. Amumu hat jetzt 2 Kills. Das ist auf jeden Fall schlecht vom Malphite, aber es kam noch kein... Oh, der Flash und dann noch der Heal. Der Heal, aber er bringt einfach nichts. Und da kommt der Flash gleich hinterher. Vielleicht schafft es die Caitlyn noch in die Laterne. Das hat's war noch wirklich geschafft. Knapp. Schade, eigentlich hätte ich dem Yasuo hier wirklich gegönnt, der hat das sehr gut gemacht. Aber Heal ist halt draußen von Caitlyn und ich glaube auch Flash, oder? Nee, Flash hat sie sogar noch. Also da hätte ich glaube ich eher geflasht, als wirklich darauf zu hoffen, diese Laterne noch zu bekommen. Aber die gehen jetzt in die Mitte, die Lulu kommt aber glaube ich leicht weg. Aber keine Ulti da von Yasuo. Ich bin wirklich darauf gespannt, wenn diese Yasuo-Kombo einfach aufgeht. Er braucht dafür auf jeden Fall Infinity Edge noch, wenn er wirklich 100% Crit hat und viel Schaden drücken kann. Wenn er dann Squishy-Ziele einfach trifft, wie Caitlyn, dann ist das schon mal extrem gut. Am besten wäre es, wenn man vorher Lulu Half-Life pocken kann, dass sie dann versucht, sich selber zu ulten, um dann nicht die Ulti auf Caitlyn wirken zu können. Midlane-Turm wird hier noch gehalten. Brutality for Vagina. Aber immer noch mit dem Farm ausgeglichen. Außer die Caitlyn, die hat sich jetzt wegen einiges tankiger. Kauft sich jetzt, glaube ich, auch hier diesen Frosthandschuh, der auf Malphite einfach unglaublich stark ist, vor allem gegen AD Carries. Richtiger Miroslav. Aber Vayne interessiert's. Mich interessiert Vayne. Und in einer Minute ist der Dragon wieder ab. Bin ich gespannt, wer sich den holt. Der erste gegen den Serial Killers, haben wir das überhaupt mitbekommen? Ja, das haben wir. Und jetzt kommt der Yasuo hat hier. Okay, der springt nochmal rein, aber der Amumu kommt auch noch in der Mitte. Der hat noch seine Ulti, der Yasuo. Aber ich glaube. Oh, das kann jetzt. Da holt er nochmal die Yasuo, der kriegt jetzt nochmal Armor Pin, der Yasuo. Mal schauen, ob es. Die gehen aber lieber raus. Der wird aber noch die zwei von Brutality zu dodgen, aber das wird nichts. Guter Versuch, aber. Die sind einfach viel tankiger und Yasuo hat noch nicht den Schaden, den er einfach braucht. Hier von Serial Killer 7 jetzt wird, die zu werden zwei. Einfach zu offensiv. Malphite lernt nicht aus den Fehlern. Es ist immer wieder dasselbe. Malphite ist hier gerade ein bisschen das Game on Throne einfach. 3 Kills einfach nur dadurch, weil Malphite die ganze Zeit am Turm gegen den nahkämpft. Einmal so, noch. Den Turm wird jetzt halt es werden gleich 4000, jetzt sind es 4000 Gold mehr für Serial Killer. Der wahrscheinlich auch down gehen. Muss ich Brutality nochmal zusammenreißen? Ja, oder kommt ein TP, aber der TP von Malphite ändert hier auch nichts, außer dass der Turm nicht fällt. Machen würde dann nicht. Die wollte den. Die Riven will die Lulu verhindern, wegzugehen. Wollte nochmal reingehen, aber hat es dann doch lieber gelassen. Sie verliert einfach viel mehr Leben als Lulu, wenn sie angreift. Oh, und jetzt kommt die Caitlyn. Also, Caitlyn hier wirklich in den meisten Spielen macht sie das Spiel auch einfach aus. Jetzt kommt die Caitlyn nochmal rein, aber der endlich Ezreal. Mal Schaden von Ezreal. Jetzt kommt der erste Teamfight, glaube ich. Der dann die Hook auf Ezreal von der Fresh. Ist tot. Ezreal ist dann jetzt der Tod. Mal schauen, was da noch passieren kann. Kein TP. Jetzt kommt er runter. Da war aber auch mit da. Der ist top. Jetzt gehen sie nochmal rein. Die Caitlyn richtig gut wieder. Der Schaden auch, das ist nicht normal.
Sind einfach alle zu squishy, um was gerade gegen Caitlyn zu machen. Die holen sich jetzt einfach den Drake ab. Also momentan sehe ich kein Land einfach mehr für Brutality, so wie sie gerade spielen. Amumu natürlich ziemlich stark gefeedet, einfach durch jeden Gang oben. Und Malphite lässt das immer wieder zu. Also Malphite spielt einfach gerade nicht sehr effektiv. Terrorkrümel hat geschrieben, ich gehe mich vergraben, oder? Ja. Und flüchtet hier aus der Mitte. Na, pusht jetzt die Toppeln an. Yasuo ist aber da. Vielleicht können sie ihn diesmal ab und es ist keine Verstärkung. Nein, er geht nicht. Oder er kommt doch. Der überlegt kommt doch auf die Toppeln. Doch nochmal anders. Amumu macht hier unten die Krabbel. Ne, er geht. Hat keine Vision und macht es trotzdem klüger, der Narr einfach. Er lässt nicht dasselbe mit sich machen wie Malphite jedes Mal wieder. Der Yasuo ist aber in der Nähe. Falls der Gnar jetzt reingeht, der Yasuo ist da. Der geht auch jetzt, der kommt auch jetzt. Wenn die jetzt reingehen, der hat die Ulti, der hat jetzt den Armor-Pen durch die Ulti. Das kann jetzt schlecht ausgehen für Gnar. Der macht aber seine Ulti und den Stun richtig gut. Die gehen aber trotzdem rein. Die es wissen kommt auch keiner zu Hilfe. Das könnte jetzt schwer ausgehen für den Gnar und die Mega-Gnar ist auch weg. Das heißt, ein Kill für Brutality und Yasuo auch noch richtig nice. Oh, nice! Aber auch noch cooler Hook von The Fresh wieder und dann Ezreal auch noch. Aber Kill für Caitlyn und jetzt hat nochmal die Ulti von Caitlyn, aber immer noch zu offensiv, die Nami. Jedes Spiel ist sie so offen, dass Fresh sie hooken kann. War auch gerade eine sehr gute Flash-Hook hier einfach von Fresh, muss man so sagen. Die Flash-Hooks von ihm ist bisher auf jeden Fall noch keiner daneben gegangen. Caitlyn wieder gerade eine gute Situation gekriegt und gleich die nächste wieder schlecht. Also die Caitlyn wird hier wahrscheinlich das Game aufmachen. Schaden. Die Riven komplett useless im Moment meines Erachtens noch. Die haben jetzt den Mitte T2-Turm. Toplane ist auch ein Turm weg. Ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit dem T2-Turm. Ich glaube, der Einzige, der das noch ein wenig drehen könnte, ist Yasuo und Riven. Ja. Der Ezreal gerade irgendwie bang useless, kann nicht viel machen. Aber jetzt hier kommt der Fight nochmal, der Wind. Das wird nicht. Die gehen auf die Caitlyn, genau, die wollen es. Aber der Fresh, der hält die ab und Caitlyn killt ihn ja so einfach weg. Sie hat diese Ult. Kommt der Amumu noch. Ult. Aber nur trotz Flash kriegen die den. Kein das Problem. Ist. Es ist einfach, die Caitlyn wird dann noch mit dem Lulu gebufft einfach und diese Hyper Carry Combo kann im Moment einfach noch nicht zum Platzen gebracht werden. Riven ist zu schwach und Yasuo auch. Yasuo hier auch wieder, der neue Bild muss ich sagen, extrem schwach. Ein Infinity Edge würde ihm nochmal normalen Schaden geben und nochmal höheren Crit Schaden, was extrem wichtig ist gegen den AD Carry. Da sie keine Resistenzen haben, kann der Crit einfach durchkommen und das sind dann zwei Order Attacks meistens von einem. Ich würde immer sagen, 7-0-0 für die Kate. Ja, wenn die nicht rausgenommen wird, dann kannst du vergessen für Brutality. Also auf jeden Fall die Yasuo-Items nicht gerade stark, meines Erachtens nach. Das macht auch hier den Unterschied eben aus, ob er die Caitlyn rausnehmen kann oder nicht. Und auch nur zu zweit wieder gegen drei einfach. Das ist nicht gut, vor allem wenn man behind ist. Die können jetzt sogar den Baron machen eigentlich. Ja, ich glaube, die sind nur noch ein wenig zu niedriges Level. Trauen sie sich nicht. Mit der Caitlyn können die es auf jeden Fall machen. Ja. Botlane ist gerade deswegen wahrscheinlich nicht. Die move jetzt auch runter zu der Lulu, aber Brutality will der Turm als besser. Team in der Mitte, will den Turm. Sie müssen jetzt eigentlich reingehen. Sie müssten reingehen. Die sind nur zu dritt, höchstens zu viert. Caitlyn geht jetzt erst weg. Da können jetzt eine Malphite und Yasuko extrem stark werden. 30 Zuschauer, nice Leute im Finale. Immer noch konstante 30 Zuschauer. Die jetzt hat wurde mega klar, jetzt kommt der Teamfight. Der viel zu lange gewartet, die hätten schon längst reingehen. Caitlyn kommt im Nachhinein. Der Malphite muss jetzt ein Ulti machen. Der muss jetzt spielen, irgendwie eine Ulti machen. Gerade hätten vier doch, drei gute Q von Nami. Jetzt kommt Riven rein. Jetzt muss Malphite stirbt gleich, der muss doch noch irgendwas machen. Malphite, die Ulti ist immer noch Malphite da. Yasuo wird gehuckt. Und aber dann auch wahrscheinlich stirbt er noch von Caitlyn. Der Schaden ist einfach zu stark. Malphite verliert hier das Game für sein Team, muss ich einfach sagen. Er bringt keine richtigen Ultis, lässt sich andauernd ganken. Also wirklich, Amumu ist nur fett, weil Malphite nicht aus seinen Fehlern lernt. Er lässt sich immer wieder ganken. Zum Baron. Ultet hier einfach nicht und wird einfach rausgenommen. Ich glaube, der wollte noch auf die gute Position warten. Aber die Situation war schon da, sie war schon da. Und dann hat er sich verschätzt und dann das ist, der Baron. Ist er gestorben. Die Ulti, also die wollen die Combo machen, kriegen es aber nicht hin. Die Ulti viel zu weit. Oh!
Schöner Snipe hier vom Ezio. Und jetzt kommt die Rip nochmal rein. Die wird aber so tot gestunt, dass er auch nichts mehr machen kann. Jetzt wird es aber gefährlich mit dem Baron. Die Name ist auch da. Ezreal, aber der komplett useless. Oh, hier der Ezreal. Der kommt nochmal nach. Oh. Und die Nami kann nichts machen. Die macht jetzt hat die Melfi. Wer jetzt der Yasuo da? Die wären alle tot. Der Yasuo kommt jetzt noch. Der kann vielleicht ein Triple oder so machen. Melfi nochmal ein Double. Jetzt kommt der Yasuo auch noch. Der muss jetzt, wenn er das jetzt macht, dann könnte das vielleicht noch gedreht werden. Schön holt er das, aber die flasht sich. Oh, der Yasuo dann hier doch nichts macht. Und er rennt noch in die Falle. Also ich muss, also Yasuo und Melfi, die spielen nicht so, wie sie es eigentlich sollten. Auch der Melfi, also ich. Jetzt gerade der erste gute Satz, aber der Schaden hat so gefehlt einfach. Also ja. Er ist solo rein, hat einfach keinen Schaden machen können, weil er eben ein Tank ist. 9000 jetzt für Serial Killers, aber ist noch nichts entschieden, hat man gerade gesehen. Ja. Die können das noch drehen, der Yasuo wird sehr offensiv. Der Red Buff ist da. Das die Kür, der jetzt gefällt fürs Aufladen, der rennt aber jetzt einfach weg. Oh, schöne Windwolle, ja, da wird auch abgebrochen. Ist auch natürlich ziemlich schnell hier mit den Schattenklingen. Hat aber noch keine ausgebauten Schuhe. Und Caitlyn holt sich die Red Buff. Und Ezreal ebenso. Aber eben gerade Ezreal hat nur gesniped und danach nichts mehr. Er hätte viel mehr harassen können wieder oben vom Baron Pit aus. Ja. Also von dem Ezreal Plays bin ich auf jeden Fall ernüchternd. Jetzt kommt der dritte Drake für Serial Killers. Und vorher noch. Oh! Ja, das wäre fast noch ein Drake hier gewesen für Brutality mit der Ezreal Ult, aber leider etwas zu spät. Die Nami Ult geht hier auch komplett daneben, treibt aber noch mal die Gegner weg. Die Caitlyn 11-0, die wird das jetzt. Die hat Bluetooth, Infinity Edge und 100, weil die Gegner einfach noch nicht tanky genug sind. Ja. Wenn die jetzt noch den Armor-Pen-Bogen kauft, also letzter Atemzug gegen den Melfight, ja, dann können sie es wirklich komplett vergessen in der momentanen Situation. 5 Tote einfach allein hier von dem Melfight. Jetzt kommt oben nah gegen Riven. Nah versucht dagegen zu halten. Genau, macht eigentlich viel im Teamfight. Das heißt, die könnten es jetzt probieren mit Yasuo und Malphite. Wenn sie dann Caitlyn und Lulu erwischen, das wäre perfekt. Ja, das wäre das Beste. Allerdings kann das Amumu auch nochmal gut verhindern. So, die gehen jetzt zu ihrem Nah, versuchen die Riven zu holen. Ich glaube aber nicht, dass sie die jetzt einfach so bekommen. Da ist Amumu, der kann jetzt hier natürlich einiges mit. Der ist solo, da hätte man reingehen können. Ja, komm, die wollen nochmal von Yasuo, aber Fresh. Die er schädigt geht einfach. Offensiv, jetzt musst du die Ulti. Die Melfi-Ulti war viel zu schwach, einfach nur auf eine Person. Der Ezreal wird jetzt rausgefugt von der Caitlyn, die ist legendär. Die holt dann auch noch den Double-Kill, vielleicht kommt noch ein Triple. Vielleicht noch ein Rente? Nein, der ist der, der Malphite wird erstmal ein Triple. Dann hier noch die Riven ist da, die holt. Die holt. Ja, die Fresh noch mit, die kommt auch noch weg. Aber das wird jetzt hier, glaube ich, der Individuum mindestens. Also Caitlyn macht die ganzen Spiele bisher. Ja. 14-0-2. Ja. Das ist nicht normal. Also, haben hier wirklich mal auf den Teamfight gelegt. Den konnten sie nicht. Boah, da wird die tun. Riven wahrscheinlich noch geholt. Oder ja, die wird noch geholt vom Gnar. Hat kein Lifesteal. Da kann sie nichts machen einfach. Ja, das ist der Inhib. Und Gnar portet sich jetzt auf die Botlane. Da holen sie den nächsten Turm einfach ab. Das auch nochmal Gold bringt. Es kommt, also es ist keine Absprache da meines Erachtens. Ja. Sie konnten, glaube ich, das eine Game auch nur gewinnen durch diesen Überraschungspick. Durch diese zwei Überraschungspicks. Ja. Aber vorher auch haben sie gut gespielt. Das Positioning von Ezreal komplett daneben und der nächste Kill. Also, Caitlyn. Sie ist auf jeden Fall defeated ohne Ende. Kann da auch einfach durchrennen, um den Yasuo weiter zu killen. Der versucht hier abzuhauen. Ja, kein Problem hier. Triple Kill, vielleicht kommt jetzt noch der zweite Quadra. Ja. Sieht alles, ja. Der zweite Quadra so ist dann vom gleichen AD Carry. Ja. Aber der wollte die Lulu. Anti-Mate! Aber richtig der Anti-Mate. Mach hier einfach solo den Tau. Kann den auch easy tanken, von dem kaum HP momentan. Da ist die Lulu. Kann aber auch nichts machen. Caitlyn tankt ganz schön extrem, aber der Turm ist einfach weg. Fresh Split pusht einfach die Toplane in der Zeit. Die war der gerade dabei? Nee. Die haben die locker gemacht. Ich glaube, das Finale, der Sieg geht an Serial Killers. Aber es ist schön geworden, dass es noch wirklich ein 1-1 war.
Und jetzt am Anfang noch von dem Spiel sehr spannend, aber dann wieder Fehler von Brutality waren zu vor viel. Vor allem Melfort hat es ausgenutzt. Und somit steht wahrscheinlich der erste Sieger vom ersten Turnier von Infernal Titans. Und er stirbt hier noch. Nein, er stirbt leider nicht auf der Mission. Das kann. Oh, Yasuo kriegt hier noch. Edgeway macht den Shutdown. Lulu holt noch die Rimmen mit. Der Yasuo. Oh. Ja, Mumu wird auch noch geholt. Gnar auch noch. Nur noch. Jetzt hat wahrscheinlich noch der Fresh. Also wirklich endlich mal ein Tiefer, den sie für sich entscheiden können bisher. Doch noch nicht vorbei. Gnar nimmt noch die Nami mit, der Malphite geht noch offensiv jetzt ran. Der will wahrscheinlich noch den Fresh. Der kriegt auch den Fresh. Oh, der nochmal die Verwandlung von Lulu. Oh, der ist aber gut geslowt, das kann hier echt noch gefährlich werden. Der Yasuo kommt wahrscheinlich in der Erde, ist der Flash von Lulu. Oh, der Port. Oh. Oh, da kommen die Lulu und hau den nochmal weg. Der Yasuo geht hinterher, die Ulti von Edge. Er müsste da erstmal schaden. Jetzt. Oh, die Ulti von Lulu. Also wirklich nochmal. Der Port auf Lulu viel besser wie auf Lux, muss ich wirklich sagen. 4-1-17. Es ist der probiert der Edge nochmal. Das wäre der erste gute Play, aber kann er auch vergessen. Der stirbt da jetzt einfach weg. Vielleicht kann er noch. Oh, der holt ihn noch weg. Vielleicht Der Q ist schon richtig gut getötet. Oh, du Scheiße! Endlich mal hier Ezreal Plays, wie ich sie sehen will. Das hätte schon viel früher kommen können, kam aber einfach nicht. Aber trotzdem, das hier nochmal zu deffen, wird nicht möglich sein. Aber trotzdem nochmal gut zurückgeschlagen. Den Score nochmal etwas ausgeglichen, sage ich jetzt. Aber trotzdem, mehr als das Doppelte an Kills hier. Wenn sich jetzt Serial Killers nochmal versammeln und alle auf den Nexus gehen, also zumindest hinlaufen und dann noch ein paar rausnehmen. Oder sie holen sich jetzt mal den Baron, der ist in 5 Sekunden da. Und die müssen. Das wäre die sichere zu Variante, denke ich mal. Super Minions, ich glaube, die können das einfach finishen. Es sind zwar nur zu dritt, aber ich glaube, das müsste möglich sein. Oder? Es kommt drauf an. Und die Ulti. Wir gehen das jetzt wirklich ein, wenn die Caitlyn Vogel jetzt 17 Kills. Das und könnte die richtig ist. Daneben gehen jetzt noch. Wenn jetzt Brutality den Fight gewinnen, jetzt sie könnten reingehen, sie sind zu 5 gegen 3. Das wäre sehr leicht eigentlich mit der Melfall, die dazu kommt. Wären auch nur 2 getroffen, aber die gehen jetzt zum Baron. Serial Killers, mit dem muss gedefft werden. Ja, das ist ein easy Baron einfach wieder. Kate macht so unglaublich viel Schaden ein. Brutality kann auch nichts machen. Jetzt die hat sich jetzt sogar Randy und Omen gegen den Yasuo gekauft. Jetzt kommt wahrscheinlich der entscheidende Fall. Der Ezreal ist aber nicht da. Die müssen aufpassen. Die müssten eigentlich auch eher deffen, aber ja, das die Nami wird wahrscheinlich jetzt. Oh, nicht gut. Hat eine gute Ulti von Nami gekommen, nicht hinterher. Aber die Caitlyn-Schaden ist einfach. Auch Nami macht überhaupt extrem viel Schaden auch. Vielleicht einfach, weil Nami auch viel zu squeezen. Also wie gesagt, Nami, hier eine extrem schlechte Kombo mit dem Ezreal zusammen. Ezreal kratzt den gerade mal an, den Nami zu haben. Und dann nochmal eine gute Q von Amumu. Und da wird einfach das Team von Brutality locker. Aber das macht keinen Schaden. Aber Malphite holt noch die Caitlyn. Vielleicht wird es jetzt doch nochmal anders. Aber die, nee, die machen einfach zu viel Schaden, die Lulu. Hol den Yasuo nochmal mit. Na, auch viel zu tanken, macht viel zu viel Schaden. Double Kill von Lulu. Oh, nice Ulti hier nochmal. Amumu holt den Kill. Ace und so ist Serial Killers die ersten Sieger von unserem Turnier. GG. Always Hardcore. Always Hardcore. Und dann erstmal GG an Serial Killers. Das hat er richtig gut gemacht. Aber Brutality eigentlich auch. Sehr gut gespielt. Auch jetzt noch am Ende noch mal extrem gut gefightet. Vor allem im zweiten Game haben allerdings wir richtig Team Kombos müssten sie auf jeden Fall noch mal durchdenken, weil Nami Ezreal kannst du irgendwie nicht machen. Yeah. Weil Nami ist ein Charakter, den spielst du mit einem Twitch, mit irgendwas, was wirklich Carry-Potenzial hat und viel Damage mit Autotext macht. Das ist Ezreal einfach nicht. Der ist eher Spells-lastig.